never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Zunächst muss ich erstmal sagen, wahrscheinlich ist Kärnten der schönste deutschsprachige Fleck weit und breit. Von dem her war es für mich lebenstechnisch keine allzu schwierige Entscheidung, ob ich lieber in Nürnberg bleibe dann nach der Zeit bei der Austria oder wieder herkomme. Das war dann nach 3 Jahren sehr schnell erkennbar, dass ich mich wohler in Kärnten fühle inzwischen als daheim in Deutschland, das muss ich schon so sagen. Gestern wurde die ÖFB-Cup-Runde, die erste Runde, ausgelost. Ihr habt den GAK zugelost bekommen. Jawohl. Christian Sablatnik und der Christoph Czermaniak waren gemeinsam bei Viktoria Fiktring in der zweiten Klasse Teamkameraden. Und jetzt als Trainer die Gegner. Wie es der Zufall eben möchte, wie es die Losfäden eben entschieden haben gestern bei der Auslosung, treffen die beiden erstmalig als Cheftrainer direkt mal in einem ÖFB-Cup in der ersten Runde aufeinander. Noch heißt, wir spielen in Graz. Ich hoffe natürlich, dass das hier in Köttmannsdorf stattfinden kann, dass auch die Gemeinde belohnt wird und alle ein tolles ÖFB-Cup-Spiel hier in Köttmannsdorf erleben dürfen. Favoriten sind wir natürlich nicht. Das muss man schon so deutlich sagen. GAK, was ich mitbekommen habe, möchte unbedingt aufsteigen. Oder Chef kommt sogar. Der GAK möchte unbedingt aufsteigen. Haben sich dann auch verstärkt natürlich mit einem Lindl, der ungemein viel Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat die letzten Jahre. Aber es ist ein Cup, es ist das erste Pflichtspiel der Saison. Die Mannschaften sind neu zusammengestellt teilweise, Taktiken werden neu ausprobiert. Da kann alles passieren, aber als Favorit geht natürlich der GAK ins Spiel. Und wir schauen, dass wir Parole bieten können von der ersten bis zur letzten Minute. Das wird dann auch ein Duell Lindl gegen Lindl, der Bürgermeister aus Köttmannsdorf und der Michael Lindl, der Kapitän des GAK. Guten Morgen, Herr Chef! Noch ein paar Worte zum KfV-Cup. Premiere, Köttmannsdorf, Cupsieger und somit eben auch im ÖFB-Cup qualifiziert. Wie wurde da gefeiert und wie lange? Also ich persönlich muss sagen, ich hab das Ganze früher für mich beendet. Ich musste hier am Montag gleich wieder aufsperren, wie heute auch. Da wollte ich keinen Kater und kein Verschlafen direkt riskieren. Nach der Feier gleich in die Arbeit. Ich war um 10:30 am Abend daheim. Es gab die ein oder anderen Spieler. Wieder schauen. Die natürlich exzessiver und länger gefeiert haben. Zu denen habe ich nicht gehört, aber 3-4 Spieler haben es so ziemlich eigentlich knappe 24 Stunden krachen lassen. Ja, so Außenseiter soll es geben im Fußball. Ja gut, dann sage ich einmal danke, Tyron. Ich bedanke mich auch, es war mir eine Ehre. Ja, es war mir eine Ehre, endlich mal nach 4 Jahren. Endlich mal. Nach 4 Jahren Köttmannsdorf darf ich auch mal für Sportfan ein Interview geben. Das ist besonders nett, danke. Wir werden natürlich versuchen, wenn das Spiel hier stattfinden wird in Köttmannsdorf, auch für den ÖFB dieses Spiel live zu übertragen, so wie auch das Spiel gegen Austria Wien, da waren wir auch vor Ort. Und wir halten euch natürlich die Daumen und ich als Köttmannsdorfer ganz besonders. Dankeschön.